Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen mal einen Full-Face Glam Shop schminken, denn ich war shoppen und habe mir für 94 Euro Produkte gekauft. Und wenn du Bock drauf hast, mal mit mir die Marke auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Glam Shop ist ein polnischer Online-Shop und das Ganze war ruckzuck hier. Also ich glaube, ich habe am 18. bestellt, heute ist der 23. Februar. Und also 5 Tage, ne, das ging echt schnell. Die Produkte kamen 1A verpackt hier an. Ich habe das Ganze schon mal aus seinen Verpackungen befreit. Und wir haben sowohl bei den Face-Paletten als auch bei der Lidschattenpalette auf jedem einzelnen Pfännchen so ein Schaumstoff-Feed drauf gehabt. Und also richtig geil verpackt. Da können sich viele High-End-Firmen echt eine Scheibe von abschneiden. Und ich starte die ganze Geschichte einfach mal mit dem Primer, den ich mir ausgesucht habe. Das ist der Illuminating Base Cream Primer von Glam Shop. Von der Optik her erinnert mich das Ganze so ein bisschen an Colourpop und ich glaube auch, dass das bei denjenigen, die mich angefixt haben, auch oft mit Colourpop verglichen wurde. Es kommt geruchslos und weiß aus dem Pumper raus. Oh, also ich sehe auf jeden Fall jetzt schon direkt mal einen Glow. Wow. Das fühlt sich auch irgendwie angenehm kühlend auf meiner Haut an. Also das mag ich gerne. Da spüre ich wirklich die Feuchtigkeit, die jetzt so kommt, ne? Schön, doch, ein toller Primer. Muss jetzt nur mit der Foundation zusammen funktionieren und darf nicht krümeln. Da haben wir nämlich jetzt diese Schätzelein und zwar Glam Classic in der Farbe Alabaster 1 habe ich mir die Foundation ausgesucht. Man könnte sich theoretisch auch, wenn man möchte, dort auf der Homepage die einzelnen Produkte oder die Base auf jeden Fall in so einem kleinen Probensachet bestellen, wenn man nicht so hundertprozentig weiß, oh, sich laut an, ne, ob die Farbe passen könnte. Oh, die ist aber flüssig. Sehr interessant. Guck mal, die fließt echt krass. Und die Foundation hat einiges auf meinem Gesicht zu tun, denn es hat sich mal wieder Mr. Fred und seine Familie angesiedelt. Die sehen wir hier und hier. Ich würde sagen, die kommen von einer Packung M&Ms, von Chips, von, weiß ich nicht, allgemein ungesunder Ernährungsweise. Ne? Dann kommt das einfach bei mir. Hm. Ich habe jetzt hier von Zoeva die Pinsel und nehme mir erstmal so einen Buffer, um die Foundation aufzutragen. Okay, es ist Alabaster, ne? Also es ist schon ziemlich hell, ja. Das Display sagt einfach, du bist ein Geist, ne? Die fühlt sich aber echt leicht auf der Haut an und deckt Unebenheiten ab. Aber wenn ich jetzt so den Hals runtergehe, ne, dann passt das. Das ist eine schöne Winterfarbe für mich tatsächlich. Und sieht funny aus. Ja, ne? Foundation drauf, keine Foundation drauf. Unschwer zu erkennen. Sammy musste heute duschen. Der arme, arme, arme Hund. Das muss man wirklich sagen. Ne? Der hat es hier schwer. Ja, es tut mir auch sehr leid für ihn, aber deswegen ist er jetzt so auch ein bisschen puffig. Ne? Also das Fell ist sehr flauschig gerade, aber halt nass. Ich fühle zwar nicht, dass ich eine Foundation trage, aber ich sehe es, wenn ich mir das halt im Spiegel noch so anschaue. Ne? Das heißt, so zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, die Foundation mag ich jetzt nicht ganz so gerne, aber wir müssen noch schauen, wie sie sich verhält, wenn ich noch andere Produkte auftrage. Aus der Entfernung sieht sie gut aus und macht auch ein tolles Ergebnis, aber aus der Nähe mag ich sie nicht so gerne. Um die Deckkraft noch etwas zu erhöhen, habe ich hier einen Concealer und zwar Corrector Pot Occhi. Läuft. Okay, ich habe den Concealer in der Farbe 1 hier. Steht hier noch irgendetwas? Einfach nur, ja, nö, steht nicht. Und hier sind auch wieder die schönen Sternchen drauf. Mag ich gerne leiden. Mache ich jetzt erstmal nur so ein bisschen drauf und dann nehme ich mir wieder das Schwämmchen, um den Concealer einzuarbeiten. Ich verwende den auch direkt mal als Lidschattenbase, weil ich habe mir keine Lidschattenbase mitbestellt. Ich verlinke euch natürlich die Produkte auch unten mal in der Infobox. Auf den ersten Blick mag ich auf jeden Fall den Concealer. Der ist sehr klebrig, ne? Aber jetzt nicht so, dass er sofort mega krass in Fältchen rutschen würde oder so. Also, ne, mir gefällt er erstmal ganz gut. Ich nehme mir aber noch ein bisschen was, um das hier unten noch aufzutragen. Da habe ich immer so meine, ja, keine Ahnung, dunklen Stellen quasi. Jo, so sieht das Ganze dann einmal aus und gefällt mir erstmal relativ gut. Aber ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen Leben zurückbringen. Aber erst muss ich das Ganze fixieren. Dafür habe ich mir das Puder Loose Powder in der Farbe oder das HD Powder in der Farbe, weiß ich nicht, hat das eine Farbe? Translucent würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, mir gekauft. Das ist dieses hier. Das ist recht viel. Auch hier ist so ein Haltevieh drin, ne, damit das Puder nicht so rausgeht. Dann haben wir ein Drehvieh. Dann haben wir ein Klebevieh. Ganz
viele Viecher. Und dann gebe ich mir ein bisschen was von dem Puder in den Deckel. Wow, ist das fein. Oh, das kommt direkt hier rausgeflogen. Oh mein Gott, also super fein. Das ist krass. Für unter den Augen gehe ich da mit meinem Schwämmchen einmal rein. Boah, also guckt euch das mal an, wie fein das ist. Sonst hat man da auch richtig so Klümpchen und sowas auf dem Schwämmchen, wenn man das macht. Nee, hier sieht man nur einen Hunder von Sammy. Und damit sette ich jetzt einmal unter meinen Augen. Boah, richtig schön, richtig schön. Krasser Weichzeichner-Effekt. Putty geht ab, kann ich euch empfehlen jetzt schon mal direkt. Also krasses Puder. So ein feines Puder hatte ich, glaube ich, noch nie. Das ist heftig. Ich kann euch das gar nicht so beschreiben. Das ist extrem schön gerade. Ich bin gerade voll baff über, also, ne? Wie beschreibt man Puder? Das ist einfach wie, weiß ich nicht, wie so ein Nebel, aber so schön. Ist jetzt natürlich extrem abgepudert, aber das ist hart. Also richtig krass, richtig krass. Ich gehe hier mit dem Finger durch, kriege da auch nicht mal wirklich was so auf dem Finger drauf. Das ist ganz, ganz interessant. Also wirklich ein ganz geiles, geiles Puder. Wahnsinn, wie weich gezeichnet mein Finger einfach gerade aussieht. Also das ist Hardcore, Leute. Ich bin baff, wirklich. Ich habe mir eine Face-Palette bestellt. Das war ein bisschen schwierig, da online die Farben richtig zu sehen. Cherubina Glambox Paletta d'Otwazi. Das ist das hier mit einem Herzchen. Fand ich süß. Ja, aber innen ist es noch viel schöner. Ne? Da haben noch viel, viel mehrere Herzchen drin. Und auch da war auf jedem einzelnen Pfännchen natürlich was drauf. Hier haben wir Blush, Bronzer und Highlighter, wobei hier die Highlighter-Töne sehr, sehr dunkel aussehen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich starte aber mal mit Macho, beziehungsweise nein, ich starte damit, dass ich euch mal die Palette einfach swatche. Denn ich bin ja auch super gespannt, wie die Pigmentierung so ist und wie die Töne so sind. Also cremig. Fühlt sich sehr, sehr, sehr schön an. Und die Highlighter-Töne wirken jetzt auch gerade gar nicht so dunkel, das könnten Lidschatten sein, ich sage euch das, Leute, so dunkel, wie sie im Pfännchen sind. Oh, und Highlighter und Bronzer könnten auch sehr schön sein. Wow. Dann starten wir doch mal mit dem Macho, mit dem Bronzer. Ja, das ist halt eher ein wärmerer Bronzer und weniger halt ein Konturierton. Aber, ey, das, ne, funktioniert gut. Ja, habe ich Spaß dran gerade. Ist überhaupt nicht fleckig oder so. Lässt sich gerade schön auftragen, aufbauen, wenn man den ein bisschen intensiver haben möchte. Ich kann auch schön im Pfännchen eskalieren, ne? Muss da nicht groß aufpassen. Also das ist total super. Feine Sache. Jetzt kommt der Blush dran. Nennt sich Valentinka. Johanna, wenn du das siehst, es tut mir sehr leid. Ich kann leider kein Polnisch. Das musst du mir noch intensiver beibringen. Das ist meine Stiefschwiegermama in Spee tatsächlich. Die kommt gebürtig nämlich aus Polen. Und die kennt auch die ein oder andere Marke. Ich habe sie noch nicht gefragt, ob sie Glam Shop kennt. Aber zum Beispiel Chiaia von Cosmetic for Less, ne, kann man ja dort kaufen. Die Hautpflegemarke kennt sie. Schöner Blush, ja. Baue ich O. genau. Ich baue noch mal ein bisschen mehr auf, wollte ich gerade sagen, damit ihr den auch genauso intensiv sehen könnt in der Kamera, wie ich den hier auf dem Gesicht habe. Aber hey, der lässt sich gerade auch voll schön ausblenden. Wow, hübsch, ne? Was anderes als hübsch kannst du da echt nicht zu sagen. Jetzt nehme ich mir einen Highlighter-Pinsel und dann nehme ich mir zuallererst den Duett. Sehr, sehr cremig. Da weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt mit dem Pinsel aufgetragen bekomme. Und trage mir den hier mal so auf. Oh, der ist mehr so mit Gold auch unterwegs, ne? Oh. Ja, man sieht ihn schon, ne? Der groben Glitzer, ich weiß nicht. Ja, der hat halt diese Goldpigmente drin. Das ist nicht ganz so meine Welt. Den mag ich nicht so gerne. Aber ich teste jetzt mal die andere Seite, den anderen. Nennt sich Flirt. Ja, der hat auch dieses Gold mit drin. Das ist leider nicht ganz so meins. Aber ich glaube, es gibt da auch einzelne Highlighter. Aber ich wollte mir halt die Palette holen. Ja, den mag ich nicht so gerne, weil der mit so Gold ist. Den Flirt, den finde ich sehr dezent. Ne? Aber auch schön. Coole Palette, ne? Ne? Kann ich nichts anderes zu sagen. Es gefällt mir gerade einfach. Jetzt habe ich Augenbrauenprodukte. Und da fange ich doch mal an mit diesem hier. Kretka do Bruvel.
Ist übrigens eine tierversuchsfreie Marke und ich habe hier die Farbnummer 1. Da haben wir hier auf dieser Seite einfach ein Spoolie dran und auf dieser Seite eine wirklich feine Mine. Das sieht sehr verheißungsvoll aus. Hier fühlt sich die Verpackung jetzt gerade so ein bisschen klapprig an, ne? Wenn ich hier so durch meine Augenbrauen gehe, dann klappert das Ganze. Ach so, und nicht erschrecken, aktuell zupfe ich mir nicht wirklich oder mache mir die Augenbrauen nicht weg, weil ich möchte einfach gucken, was maximal möglich ist. Weil ich möchte natürlich gerne, dass meine Augenbrauen mehr auch so innen hier wachsen. Da tun sie nicht wirklich, ne? Aber ich probiere es jetzt einfach gerade mal wieder so aus. So, Augenbrauen malen. Nutzt sich relativ schnell ab, also man verwendet viel Produkt, ist aber nichtsdestotrotz eine schöne Farbe, ne? Ein cooler Stift, also da kann man gut mit arbeiten, gefällt mir eigentlich schon, ja. So, dann fixieren wir mal die Augenbrauen, da habe ich jetzt hier auch ein Augenbrauen-Gel mir bestellt, ja, ne? Das ist einfach klar, ich weiß nicht, ja, sieht so aus. Hat so einen ganz kleinen Spoolie auch unten dran, das finde ich total cool. Und dann schauen wir mal, wie gut der so hält. Gehe ich einfach wie immer so durch meine Augenbrauen durch, kämme sie einmal hoch. Dann gehe ich von hinten nach vorne noch einmal durch. Und dann lege ich das, was oben so ein bisschen zu weit übersteht, einfach ein bisschen hin. Sehr flüssig, aber ne, das ist halt kein Produkt, was jetzt so gelig wäre, wo man jetzt aufpassen müsste, dass die Härchen zu sehr verkleben würden oder so. Lassen wir das Ganze jetzt einfach mal trocknen und widmen uns der Lidschattenpalette. Da habe ich mir ein krasses Gedönsen ausgesucht. Das ist hier die Remix-Palette. Die ist riesig und auch da war auf jedem einzelnen Pfännchen so ein Prümpelvieh drauf. Und die ist kunterbunt, das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und dann haben wir hier einmal die ganzen Töne. Ich habe euch die Palette auch auf Instagram mal geswatcht und ne, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Das werde ich quasi jetzt nach diesem Video machen. Und ja, jetzt lasse ich mich einfach mal ganz unvoreingenommen auf die Palette ein. Oh mein Gott, Leute, hätte ich die Swatches gemacht, bevor ich meinen Look geschminkt hätte, dann hätte ich mich für einen ganz anderen Look entschieden, weil das sieht ja mal unfassbar geil aus. Ich glaube, ich habe nur die Toppertöne verwendet, das ist ein bisschen blöd, weil hier diese Schimmertöne sind ja mal der Hammer und ja, der und der Ton sind die schwächsten Schimmertöne und ja, ihr seht's im Thumbnail, ihr seht es auch gleich im Look. Das sind leider die Töne, die ich verwendet habe. Ich hätte mich eher so in die dunklere Ebene mal begeben sollen. Da dumm. Wir haben keinen Spiegel in der Palette drin, aber das ist nicht schlimm, finde ich, weil ich habe so viele Handspiegel hier, die ich immer verwenden kann. Ne? Und ich starte mit, ich weiß nicht, ich versuche die Töne auszusprechen, aber es ist safe falsch. Ne? Jasny Beige, das ist quasi dieser Beige-Ton. Sehr pudrig, okay. Und den trage ich mir dann einfach auf meinem kompletten Lid auf. Also wirklich sehr, sehr pudrig, ne? Man sieht's. Dann nehme ich mir jetzt diesen Ton Minikowka. Das ist so ein ganz heller Rosé-Ton. Es ist Rosé, es ist eher ganz hell Pink, Lavendel, keine Ahnung. Und den setze ich mir hier in die Lidfalte rein. Sehr, sehr staubig ist die Palette. Mit einem Point Brush nehme ich mir die Farbe G-Kush. Heißt das so? Das ist so ein ganz krasses Pink. Den setze ich mir hier innen beginnend ganz eng unter den anderen Ton. Baue ich mir dann auch langsam auf und mache das wie so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Strich. Ich gehe damit ungefähr bis zu meiner, ja, bis zur höchsten Stelle meiner Augenbraue. Die ist halt komisch unförmig, aber bis zur Mitte meines Auges ungefähr. Die Farben wirken sehr, sehr kreidig und lassen sich echt schwer auftragen. Also die Intensität lässt sich halt schwer einstellen, sage ich mal. Ne? Aber gut, jetzt habe ich da schon mal so einen Strich. Diesen Anisch oder so, das ist so ein ganz dunkler Ockerton, setze ich mir schon mal an den unteren Wimpernkranz. Aber wirklich nur an den unteren Wimpernkranz, ne? Nicht hochziehen, da kommt noch was. Also schwer mit den Tönen zu arbeiten. Mit den matten Tönen jetzt, ne, weil die sehr pudrig sind. Dann nehme ich mir jetzt den Ton Acryl. Das ist so ein altrosa, ganz dunkel in matt. Ach, der ist extrem pudrig. Den setze ich mir hier außen hin und ziehe den auch so ein bisschen noch nach außen hoch. Wie so eine Art Eyeliner quasi soll das werden.
Der Ton ist dermaßen soft gepresst, sodass man echt Angst hat, den anzuwenden, weil der einfach so schnell wegkrümelt, ne? Krass, 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 krass. Ich habe das auch versucht, mit einem Eyeliner-Pinsel zu machen. Es ist echt der Wahnsinn. Ich muss euch gleich mal das Fännchen zeigen hier. Also Make-up-Anfänger werden safe an dieser Palette verzweifeln, denn die Töne, ich habe versucht, mit dem Finger dieses Acryl hier oben wieder reinzupressen. Und dann hat sich das nur noch mehr gelöst. Also super schwierig, allein durch das, dass ich da mit dem Pinsel reingegangen bin, wollte die Farbe sich verabschieden. Also wow. So, die matten Töne habe ich jetzt alle aus der Palette auch verwendet. Ich nehme jetzt nochmal den GQ's Ton, um so ein bisschen, weiß ich auch noch nicht genau zu machen, hier so ein bisschen noch das Rosa mit reinzubringen und so ein bisschen auch in Richtung der Spitze zu blenden. Ne? Ihr seht ungefähr, was ich meine. Genau. Jetzt nehme ich mir wieder einen Point Brush. Das hier ist aber ein Kunstfaser. Genau, der Petite Eye Blender von Sue Eva. Das andere war ein Echthaar. Ne? Ich glaube, dass die Palette nicht so gerne Echthaarpinsel mag. Ich weiß es noch nicht genau. Diesen G-Wack. Diesen orangigen Ton, das ist ein Duochrome, der eigentlich sehr holographisch ist, nehme ich jetzt mal mit diesem Pinsel auf und setze mir den in meinen Innenwinkel. Wow, wie der einfach blau wird. Interessant, sehr interessant. Einfach nicht so wie im Fännchen, aber sehr interessant, schon cool. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich in diesen, Hell-Mint-Ton Mineralny und den trage ich mir hier innen auf meinem beweglichen Lid auf. Natürlich geht das mit dem Finger ein bisschen einfacher und besser, ne? Aber ich komme halt mit dem Finger nicht so in den Innenwinkel. Das heißt, da arbeite ich dann erst mit meinem Pinsel und dann nehme ich meinen Finger für darüber. Ja, auch der Ton ist schwierig und verursacht relativ viel Fallout. Jetzt möchte ich nach außen hin noch einen weiteren Ton aufgeben. Da gehe ich jetzt in den Ton, einfach weil er heißt, wie er heißt. Kakko. Der heißt Kakko. Da steht's. Ich kann da nichts für. Der heißt so. Oh mein Gott, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Holla die Waldfee. Also der hat jetzt mal so ziemlich derbe Kabuff, Kabäm, Taralalam. Also der geht ab. Der geht richtig ab. Boah, ist der schön. Den mag ich. Ich hatte die ganze Zeit auch ein bisschen Bedenken, ob das alles so hält. Ne? Muss man wirklich sagen, es ist alles sehr leicht, sehr... Es fällt schnell runter, ne? Sehr leicht gepresst und so weiter. Und es ist ein cooler Look, ein interessanter Look geworden. Aber ich finde die Qualität jetzt nicht so geil wie jetzt zum Beispiel von bei Beauty Bay oder sowas, ne? Oder von BH Cosmetics tatsächlich. Da muss man jetzt nicht unbedingt sich diese Lidschattenpalette holen. Jo, sieht jetzt auf dem Auge ganz gut aus, hat aber eine Weile gebraucht, bis es dazu gekommen ist, ne? Das war nicht so leicht und die Fännchen sehen natürlich auch des Todes aus. Also gerade wenn ich mir halt unseren, ne, Liebling hier angucke, den ich da gerade ein bisschen massakriert habe und auch die beiden Schimmertöne, das ist echt der Wahnsinn. Und das hatte natürlich auch seine Gründe, weswegen auf jedem der Töne so ein Prompelvieh drauf war. Ja, ich lasse den Look jetzt so, wie er ist, auch wenn er sehr pastellig ist. Da kommt aber gleich noch ein Eyeliner mit dabei. Ich glaube, das macht Sinn. Mache ich jetzt mal eben. Diese beiden Eyeliner haben definitiv keine gemeinsame Zukunft. Egal. Der geht ein bisschen ab, der geht ein bisschen stark geradeaus. Aber ich finde es schöner auf jeden Fall mit Eyeliner. Ne? Das ist dann ein bisschen stimmiger. Trotzdem, als ich gerade den Eyeliner gezogen habe, bin ich dann ja auch durch meine Wimpern durchgegangen. Und da ist die ganze Zeit alles Mögliche runtergerieselt und... Also, das nervt ein bisschen tatsächlich an der Palette, ja, dass die Töne definitiv nicht da bleiben, wo sie eigentlich sein sollen. Ne, das ist so ein bisschen Kuddelmuddel. Aber gut, ich habe noch ein Fixing Spray, was ich gerne verwenden möchte. Und zwar ist das dieses hier, Glam Shop. Einfach dieses mit Sternchen drauf. Finde ich ganz hübsch. Da schauen wir uns zuallererst mal den Sprühnebel an. Okay, sehr aggressiv. Riecht blumig, leicht blumig. Ja, der könnte wirklich mich ansprühen. Oh, nee, die ist gut. Mm. Also intensiv, aber halt schon fein. Also ich finde nicht, dass ich jetzt so Pünktchen im Gesicht habe. Ich muss eben den Spiegel hier trocken machen, weil der ist gerade etwas nass geworden. Ich nehme jetzt gerne nämlich noch so ein Schwämmchen und gehe dann noch einmal so drüber.
Oh, das scheint aber derbe Alkohol in dem Fixing Spray zu sein, denn ich spüre gerade ein leichtes Brennen auf meinen Augenlidern und auf meinen Lippen. Au! Es macht aber nochmal alles so ein bisschen mehr flawless, ne? Also, ich habe halt eine sehr sensible Haut. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nicht, keine Ahnung, was sind hier die Inhaltsstoffe? Keine Ahnung. Parfüm ist halt hier derbe mit Beinen, ist relativ weit vorne. Ne? Muss man halt gucken, aber ja, ja. Mascara. Das ist auch irgendwie die Klassik-Mascara oder so. Hat ja auch so Sternchen überall mit bei. Finde ich ganz hübsch, dieses Muster. Ne? Das Design, das mag ich ganz gerne. Und da haben wir ein Faserbürstchen, was so aussieht. Und ja, eigentlich relativ unspektakulär von der Form her. Ist recht gerade. Riecht soweit nach Mascara. Ne? Und dann gucken wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht, dritte Schicht. Jeder, der mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Es ist eine solide Alltagsmascara, aber für mich macht die zu wenig Baba. Die ist hoch, ne? Schon vorhanden und so, aber für mich persönlich könnte sie mehr machen. Und da machen Catrice-Mascaren tatsächlich für mich oder für meine Wimpern viel mehr, ne? Also geht wohl. Ich habe damit auch einen kleinen Ditcher gehabt, den habe ich mir mit dem Spoolie gerade weggezaubert. Aber ja, es ist, wie es ist. Es ist jetzt nicht so die ultimative krasse Mascara, aber sie ist jetzt auch nicht schlecht. Nö. So, jetzt fehlen noch die Lippen. Und da habe ich mir was ausgesucht. Heidenai, also was bestellt, ne? Was einfach total schön aussieht. Das ist so mit Kirschblüten auf dem Packaging von Osaka. Ich glaube, das ist eine Kooperation, die gemacht haben. Dim Agnieszka Janoszka X Glam Shop steht hier nämlich drauf. Und hier sehen wir schon die Kirschblüten auf dem Verpackungsvieh. Welche Farbe habe ich mir eigentlich ausgewählt? Mal gucken. Erinnert mich sehr an die MAC Lippenstifte. Also, ne, das kommt einem ja direkt in den Kopf rein, wenn man dieses Design sieht, dieses Tamponmäßige. Das ist ja fast schon. Ja, Osaka ist ja die Farbe, genau. Und ja, ne, dunkelrot. Auftragen. Passt das zum Look? Man weiß es nicht. Na, das ist eher ein bräunliches Tönchen als ein rötliches Tönchen und es passt irgendwie nicht so ganz zum Look. Egal. Ich finde ihn auf den Lippen sehr angenehm, sehr leicht, sehr schön. Nicht zu matt. Ne? Also es fühlt sich gut an. Lässt mich aber natürlich noch blasser aussehen, als ich eigentlich schon aussehe. Ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Wie gefällt es euch? Schreibt mir das mal gerne. Ich muss gestehen, das ein oder andere Produkt war echt so ein Wow-Produkt, ne? Was ich jetzt auch gerne häufiger verwenden möchte. Also den Primer fand ich sehr, sehr interessant. Das Puder, hammermäßig. Den Concealer muss ich jetzt mal dazwischen mal einschieben hier, ne? Der hat null gecreased. Das hängt aber sehr wahrscheinlich auch mit dem Puder zusammen. Aber der hat gut performt. Also das ist so heftig hier unter meinen Augen. Wahnsinn. Also die Kombi Concealer und Puder sind ein Traum. Foundation, ja, ne? Also ich jetzt auch, wie gesagt, zusammen mit dem Puder ist alles schön geworden. Mit dem Puder zusammen ist die auch schön. Das ist echt krass. Das ist wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Zaubergedönsen, was ich mir nochmal übers Gesicht gegeben habe, ne? Die Palette, Blush Bronzer und, ja gut, der Highlighter nicht unbedingt, aber Blush und Bronzer haben mir richtig gut gefallen. Die Augenbrauenfarbe finde ich schön, werde ich weiterverwenden. Das Augenbrauengel ist nicht wirklich fest geworden. Da bleibe ich definitiv bei meinem Lamination hier Essence Fee, ne? Wimpern, brauchen wir gar nicht drüber reden. Lidschattenpalette hat mich sehr enttäuscht. Lippenprodukt finde ich schön. Fixing Spray muss ich nochmal ausprobieren, aber es hat mir eben tatsächlich ein Stückchen zu sehr gebrannt. Ja, ansonsten, ne, habe ich jetzt über alle Produkte nochmal was gesagt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Marke schon kanntet oder ob ich euch jetzt so ein bisschen neugierig gemacht habe. Also ich bin auf jeden Fall angefixt worden von so vielen, die das immer mal wieder in die Kamera gehalten haben. Die Lidschattenpalette hat mich echt enttäuscht. Schade, Schokolade. Lag das an der Palette? Habt ihr vielleicht eine Glam Shop Palette, die ihr volle Elle empfehlen könnt? Weil die war ja nicht so ganz so geil, ne? So, das war's jetzt hier von mir und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!